Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron wieder mit Pete und Alex. Moin Moin! Ja, wir hier in Kickstarter-Mission wieder unterwegs. Genau. Und zwar haben wir hier für euch eine coole Preview, wie man hier neben uns schon sehen kann. Pete, mach doch mal Special Effects. Mal Special Effects, wenn's geht. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht in der Kamera. Ja, wahrscheinlich. Erleuchtet Lords of Hellas. Ja. Ihr habt das auch schon in unserem Vorstellvideo vielleicht gesehen, falls ihr das sehen konntet. Und dieses ganze gigantische Ding ist bereits auf Kickstarter. Ja, wer da unterwegs ist, hat es bestimmt auch schon gesehen. Und es ist auch schon gefoundet. Ich glaube, es hat 8 Minuten gebraucht. Ein Augenzwinkern. Ein Augenzwinkern, ja. Sozusagen. Einmal F5 drücken und schon war es da. Ja, was haben wir hier? Wir haben ein episches... Diesmal darf ich dich unterbrechen. Wir haben nämlich länger als 8 Minuten gebraucht, das Spiel zu verstehen, zu fassen. Wir haben es ja, wie gesagt, schon ein paar Tage hier gehabt. Ja, das liegt aber auch daran, jetzt falle ich dir wieder ins Wort, weil es ist halt immer noch eine Preview-Version, die Regeln sind immer noch in der Bearbeitung, es werden noch Feinschliffe gemacht. Alles, was ihr hier seht, ist immer noch Prototypenmaterial. Einige Sachen sind separiert, einige Sachen sind Add-ons, darauf kommen wir dann auch noch ein. Generell wollte ich aber erstmal überhaupt über das Spiel was sagen. Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Und es ist ein großer Mix aus Heldentum, durch Länder ziehen, Questen, Monster töten, Regionkontrolle, weil wir sind ja im alten Griechenland, ja, man kämpft also um Städte mit seinen Armeen, bis hin zum grandiosen Monumentenbau. Und da haben sich natürlich auch was einverlassen, weil diese drei Statuen kann man nämlich errichten oder Monumente kann man errichten und geben nicht nur das Spielziel oder das Spielende an, sondern die sehen auch sehr, sehr hübsch aus. Genau, die kommen wir auch gleich nochmal in Detail. Die haben wirklich hier mehrfache Zwecke, wie du schon sagtest, können mitunter das Spielende einleiten, geben an, welche Fähigkeiten man ausbauen kann. Zeigen wir euch auf jeden Fall auch nochmal im Detail sehr schöne Sachen. Generell genau die Figuren, die ihr hier seht, sind, glaube ich, die Resin-Variante. Es gibt hier auch nochmal so eine kleine Promo-Figur. Das ist dann quasi das Kunststoffmaterial, das die ganzen Sachen haben. Ja, aber dann, Spoiler, sie arbeiten an der Resin-Variante, die man bestellen kann. Das ist natürlich bei den Jungs, denn das haben wir natürlich auch noch nicht verraten, aber das wisst ihr mitunter sicher schon. Die Sache hier ist ja von den von Awakened Realms, ja, und die sind ja eigentlich, sage ich mal, eine rein rassige oder kommen aus dem Miniaturenbereich, Miniaturen bemalen, entwickeln und so, und das sieht man den Dingen ja auch an. Wer also noch nichts mit dem Namen anzufangen weiß, This War of Mine ist von den Jungs und Mädels und The Edge Dawnfall. Beide Spiele sind jetzt erst kurz vorm Ausliefern, also das War auf meines, glaube ich, in der Corebox gerade schon am Ausliefern. Die ganzen Add-on-Sachen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Und das Tolle, auch hier wieder, können wir ja schon mal kurz vorwegnehmen, oder ihr seht das vielleicht auch schon auf der Kickstarter-Seite, wenn ihr da gerade seid, da die Jungs mit ihrem Spiel so abgegangen sind, gibt es auf jeden Fall auch schon eine mehrsprachige Version. Es ist auch eine deutsche Version angekündigt dafür. Ne? Also europäisch ist das ganz gut vertreten. Ja, und das ist hier bei dem Spiel im Gegensatz zum This War of Mine, wo wir irgendwie ellenlange Textbücher haben, hier auch gar nicht so komplex, weil wir haben ja relativ übersichtliche Heldenbögen, ein paar Kartentexte, aber da sind die Jungs und Mädels wahrscheinlich schon ganz froh, dass sie da mal ein bisschen weniger übersetzen müssen. Als sonst immer wahrscheinlich. Und ich würde mal sagen, Pete, wollen wir ein bisschen mehr in die Grundstruktur eintauchen? Oder na, eine Sache will ich noch loswerden, weil auch hier gibt es wieder, wie du sagst, Grundbox und Erweiterungen. Die Grundbox selber wird zu essen erscheinen. Das ist jedenfalls der Plan. Das heißt also, wer es vielleicht nicht backen möchte und es sich erstmal anschauen möchte, dann real, wie es aussieht, kann es da wahrscheinlich machen. Ja. Alles Weitere ist natürlich exclusive etc. und gratis, der Rest wird dann natürlich extra kosten. Und da sind bestimmt noch die ein oder anderen Sachen, die vielleicht auch schon, während wir das Video hier aufnehmen und es dann ausgestrahlt wird, schon wieder freigeschaltet wurden. Also da lohnt es sich wahrscheinlich immer mal vorbeizuschauen und schon mal vorneweg, wenn man auf Miniaturen steht und das stehen ja viele, dann ist das schon ein Grund, alleine wahrscheinlich nur das Spiel zu kaufen. Ne? Das stimmt. Aber wir wollen natürlich auch mal ein bisschen dahinter blicken, weil Miniaturen gut und schön,
die sind wirklich großartig, aber tolle Miniaturen können ja auch andere Leute machen. Und dann fragt man sich natürlich auch mal schnell, naja, sind das jetzt nur schöne Miniaturen auf dem Brett oder steckt denn auch ein bisschen Gameplay dahinter? Ja. Und deswegen wollen wir euch mal kurz vorstellen, was man denn hier eigentlich so macht oder machen kann. Genau, also gehen wir einfach in so einen Spielerzug über, ja, den wir dann euch einfach mal erklären, wie der dann abläuft oder wie so eine Runde dann abläuft. Genau. Und dann schauen wir nochmal, was im Detail noch möglich ist, damit ihr da halt einen guten Überblick habt. Und danach sagen wir euch noch, was wir da so von halten. Wir haben jetzt hier schon mal so ein Grundsetup aufgebaut. Wir haben nämlich hier so ein tolles Event-Deck. Da gibt es Monster, die aufs Spielfeld kommen, die wir ja auch schon angekündigt haben. Nämlich Monster können wir hier jagen. Es gibt unterschiedliche Questen, die hier auf dem Brett momentan noch hier durch solche Papp-Tokens symbolisiert werden, die man mit seinem Held quasi bereisen kann, heroisch. Will man was Tolles bekommen davon? Man geht natürlich nicht einfach so questen. Nein, Loot ist hier angesagt. Ja. Und dann gibt es auch noch solche einfachen Events, also die einfache Auswirkungen auf das Gesamtspiel quasi haben. Keine Ahnung, heute schlecht Wetter, keine Ernte. Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber Olympische Spiele zum Beispiel, die Helden treffen sich und schauen, wer der Beste ist. Was man halt immer so macht. So im alten Griechenland. Genau, wenn eigentlich alles den Bach hinuntergegangen ist und wir natürlich darum streiten, wer hier gibt's wieder so die Oberhand gewinnt. Und am Anfang werden halt 8 von diesem Event-Deck, Karten von diesem Event-Deck aufgedeckt und so wird das Spielfeld immer, je nach Partie, sage ich mal, unterschiedlich ausfallen. Wir hatten Partien, da waren wirklich nur Monster drauf. Ja, da war von der Quest überhaupt nichts zu sehen, auch im weiteren Spielverlauf. Nicht, wird halt immer wieder ein Event nach einer abgeschlossenen Runde quasi aufgedeckt. Und so kann es halt sein, jetzt haben wir eine relativ gute Mischung. Wir haben hier 3 Monster auf dem Feld, wir haben hier 3 Quest-Sachen gezogen und noch ein paar Karten, die am Anfang quasi hier keine Wertung haben in dem Prinzip. Und das ist eigentlich ganz schön. Und nach diesem Schritt auch erst sucht man sich eigentlich sein Held aus. Wir haben jetzt hier einfach die Helden mal so verteilt. Ne? Da sieht man halt hier immer klassisches Heldentableau, eine Heldenspielfigur. Und was auch cool ist, dass es dazu passende Miniaturen gibt, die also seine Kriegerminiaturen, Hopliten hier genannt in dem Spiel. Die sind auch alle, wie ihr auch seht in der Kampagne, haben eigene Figuren, ne? Eigenes Geld. Jetzt sogar Alternate. Ja, und die Priester hier in unserer Variante alle noch die gleichen, aber dann im fertigen Spiel sehen die auch alle unterschiedlich aus zu den Fraktionen. Und dann ist es natürlich klassisch, wie in solchen Spielen haben die Helden oder ja Fraktionen, also Held, unterschiedliche kleinere Spezialfähigkeiten. Man startet mit eigenen Werten, man kann die oder die Karte noch ziehen. Und jetzt könnte man überlegen, es gibt einen Held, der ist vielleicht besser für den Monsterkampf ausgelegt. Zum Beispiel der Herakles. Und wenn dann einfach nur Monster auf dem Feld stehen, dann nimmt man sich vielleicht diesen Charakter als erstes. Also da gibt es schon so eine kleine Vorüberlegung. Das ist jetzt sicherlich nicht die strategischste Vorüberlegung. Wir haben natürlich in unseren ersten Partien es einfach so gespielt, hier, Alter, die Figur finde ich geil oder die Farbe finde ich toll. So genau und auf geht's. Das kann man natürlich problemlos machen, aber man könnte schon an dieser Stelle eine kleine Strategie einfließen lassen. Ne? Ja, dann wählt man sich seine Figur aus und dann geht es entgegengesetzt des Uhrzeigers, ja? setzt die Person, die den letzten Helden gehabt hat, dann sozusagen seine Figur ein und sucht sich halt ein Startland aus und damit beginnt er halt, dann geht es halt zurück, sodass man, also wenn man nicht den schönsten Helden hat oder den besten Helden vielleicht hat, dass man wenigstens die beste Position auf dem Brett hat. Genau, und das Brett hier sieht man auch, ist nicht gerade klein. Ne? Es ist in viele kleine Regionen unterteilt. Wir haben hier Regionen mit Städten, wir haben hier Regionen mit Kultur, hier sozusagen Tempelanlagen. Also es sind erstmal nur okkulte Städten, auf denen können wir dann Tempel errichten. Sieht man hier auch, haben wir Tempel. Wir können sogar das Orakel von Delphi bauen. Wir haben hier eine große Stadt, Sparta, also da geht einiges ab und diese einzelnen Regionen, die sind auch nochmal zusammengefasst, nennt man das hier Länder, jedenfalls in größere Bereiche. Ja. Regionen, ja. Und durch farbige Linien hier halt gekennzeichnet und wenn mich jetzt einfach, ich setze einfach mal meine Figur ein, ne? Ich fange hier einfach mal an.
Ach, wo gehe ich denn hin? Ich gehe einfach mal hier rein, ja, zack, Held reingesetzt und am Anfang darf man dann gleich noch zwei nette Hobliten, also ich sag mal Soldaten, dazustellen. Ja, die sind also meine Kampfeinheiten, denn der Held an sich, der kann nicht wirklich kämpfen, jedenfalls nicht gegen Soldaten, sondern nur gegen Monster und halt auf Questen gehen. Und ihr seht hier schon auf dem Spielfeld gibt es sogenannte ja, Vorbevölkerung, erinnert mich so ein bisschen an Small World, ne? Also hier die 2 bedeutet an der Stelle, da gibt es ja, 2 alte Einheiten, die müssen erstmal besiegt werden, um Kontrolle über dieses Land oder über diese partielle Region zu erlangen. Und das habe ich gemacht mit 2 Einheiten, die da drin stehen. Zack, erstmal den alten 1 auf die Mütze gegeben und dann gibt es jetzt hier noch einfache Holzmarker. Am Spiel sind es mittlerweile schon schöne Kunststoffmarker. zeige ich damit an, diese Region gehört mir. Ja. Genau, dann bin ich am Zug und suche mir halt eine andere Region aus. Ja, das ist gut, du darfst nicht zu mir kommen, das stimmt. Wir sitzen hier. Kuscheln ist nicht erlaubt an der Stelle. Ja, genau. Und da ich hier so verbannt werde, gehe ich ja einfach mal ab in die Ecke mit dir. Auf diese Insel. Oh, und, mit Totenschädel. Ja, und stell da mal 2 meiner Space Marines, naja, fast. Die sehen so ähnlich aus. Ja. Also. Rein und wäre sozusagen dann fertig. Und dann würde das Spiel schon anfangen. Aber wir haben eine Sache vergessen. Wir haben doch nichts vergessen, Pete. Doch, wir müssen. Wir müssen, ja. Von der Sache her, ja. Da hat er ganz recht. Einfach der besseren Aufbauweise haben wir die quasi noch nicht hier aufgestellt. Aber diese tollen Monumente hier, die halt aus 5 Einzelteilen bestehen. Mhm. Ich habe hier den Hermes, ja, den ja. Götterboten. Du hast da sogar schon Zeus gegriffen mit seiner Elektropeitsche. Ja, und dann haben wir da noch Athena. Athena. Ja. Die werden erstmal an sich auseinandergebaut und haben ihre eigenen Bereiche auch hier. Also der gute Hermes hat hier unten seine Region, da kommt also der Sockel hin. Ich lege die mal hier einfach hin. Ja, ne? Der Zeus würde sozusagen hier hinkommen. Und wer hätte das gedacht? Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen Monumente. Na, hier gibt es sogar schon einen freien Platz und in der Kampagne wahrscheinlich sogar schon was freigeschaltet oder demnächst scheint es denn auch noch andere Gottheiten zu geben. Also da wird noch einiges auf uns zukommen an der Stelle. Somit haben wir die Startaufstellung fertig. Ist ein bisschen schade, aber wir können sie wieder aufbauen. Ist das Gute daran? Das ist das Gute. Da kommen wir auch zu. Und dann gehen wir einfach mal gegenüber, wie so ein Spielerzug anfängt. Ja. Dazu gibt es diese schönen Übersichtskarten. Ja, die liegen für jeden Spieler einmal bei und sind relativ einfach handzuhaben. Ob die im Finale jetzt so aussehen, wie gesagt, alles Prototypenmaterial, zwar extrem hochwertig und die Figuren ist weit entfernt von Prototyp, aber die ganzen Tableaus, da ist sicherlich noch einiges möglich. Genau. Ich habe hier drauf 4 Aktionen, die ich machen kann in einer Reihenfolge, wie ich sie möchte. Das heißt, ich kann einen Artefakt benutzen, wenn ich es hätte. Ja. Ich sage jetzt mal so, man hat so hier so ein Artefakt. Das kann man benutzen, entweder als Aktion oder immer, wenn es draufsteht. Als Beispiel ist es hier, wenn ich, das kann ich zum Beispiel nur benutzen, wenn jetzt einer meiner Krieger sterben würde, dann könnte ich es benutzen. Wenn es jetzt was anderes wäre, dann ist es entsprechend zum Beispiel zum Rekrutieren oder zum Monster bewegen oder was auch immer diese Artefakte können. Ich kann als eine Aktion, kann ich meine Armee bewegen. Ich kann also sagen, ich will meine Armee bewegen, dann kommt der Wert meines Helden zum Tragen, wie gut er Führungskraft hat. Ja. Jeder Held hat Startwerte. Wie gut er seine Peitsche schwingen kann. Die meisten sind 1 und in dem Fall kann ich eine Person bewegen und würde sozusagen eine meiner Personen nehmen können und kann jetzt entweder über diese gestrichelten Linien hier laufen, oder in eine benachbarte Region, wenn es sie geben würde. Oder ich könnte mit einer Person auch in diese Stadt gehen. Das heißt, ich würde so diese Stadt befestigen und die Figur wäre dann in der Stadt und würde diese Stadt mit verteidigen. Gibt dann, wie man sich fast schon denken kann, einfach einen Bonus, gibt, wenn hier Armee genau, gegen gibt Armeen einfach einen +1 Bonus in Stärke, wenn einer da reinsteht. Da jetzt aber keiner da ist, nehme ich den Herrn einfach und er läuft nach Kreta, weil Kreta so hübsch ist.
Ich würde fast sagen, dass du da hinruderst, aber ja. Nee, vielleicht kann er über Wasser laufen. Vielleicht kann er über Wasser laufen. So, damit ist die erste Aktion durch. Die zweite Aktion ist, ich kann einen meiner Priester nehmen, wenn ich einen hätte auf meinem Tableau. Die haben wir leider noch nicht am Anfang, ja, das ist schade. Genau. Wir können auch nur maximal 4 Priester aktiv auf unserem Tableau haben. In der Kampagne sind zwar schon 6. Oh, aber das ist auch gar nicht so einfach, erstmal die zu bekommen. Genau. Und ich kann meinen Held bewegen. Also meinen Held bewege ich so weit, wie ich Geschwindigkeit habe. Ich in dem Fall nur 1. Ich kann also einen Schritt laufen. Ist nicht gerade Granate. Aber guck mal, hier ist der Minotaurus. Du könntest theoretisch versuchen, dich mit ihm anzulegen. Ja, ich habe meine Kumpelkarte verloren. Ja, ja. Da kommen wir dann auch gleich noch. Und laufe sozusagen mit nach Kreta. Hat nämlich einen großen Vorteil. Und wenn ich diese Aktion alle durchgeführt habe, dann muss ich eine Spezialaktion. Dann beginnt der eigentliche Spaß eigentlich. Genau, dann beginnt der eigentliche Spaß. Auf diesem Heldentableau, was man vor sich liegen hat, hat man 6 Spezialaktionen plus eine, die das Rundenende, also das komplette Ende des Zuges irgendwie an. Ja, aber das ist in der Runde, würde man wahrscheinlich sagen, ein Rundenende. Ich habe als Aktion die Möglichkeit, mich vorzubereiten. Das würde ich dann jetzt auch gleich mal machen in dem Fall. Und kann 2 Dinge aus 3 wählen. Das eine ist einen Schaden heilen. Das heißt also, wenn ein Held einen Schaden im Kampf kriegt, kann ich den entsprechend heilen. Bin ich verletzt, muss ich mir also nicht heilen. Ich kann eine Kampfkarte ziehen, das heißt, ich kann besser kämpfen. Ja. Oder ich kann, wo mein Held steht, eine meiner Einheiten rekrutieren. Die sprießen einfach wie Pilze aus dem Boden, so haben die das damals gemacht. Einfach aus der Tasche gezogen. Der Herakles hat einfach mal am Baum gepinkelt und zack, schwupps, ist da ein Soldat entstanden. Ich hätte gesagt, er hätte auf den Baum geschüttelt und er ist runtergefallen. Ja, du hast wieder an Baumschütteln gedacht. Ne? Ja. Das ist mir schon klar. Und ich werde jetzt einfach eine Kampfkarte ziehen. Weil du es noch komplizierter machen willst, fragen sich die Leute, was zieht der denn für Kampfkarten? Genau. Diese Kampfkarten sind Effekte, die ich halt im Kampf Armee gegen Armee spielen kann, wie wir später sehen werden, oder in der Monsterjagd benutzen kann. Ja. Sehen entsprechend aus. Und ich werde eine Einheit rekrutieren. Weil damit habe ich nämlich jetzt 2 Leute und 2 Leute sind auch, also da sind nur 2 Einheiten, neutralen Einheiten auf Kreta und somit habe ich überzeugt, dass Kreta jetzt mir gehört. Ja, und so einfach ist das mit der. Dann ist eine nette Sache von diesen quasi 6 Spezialaktionen, die soweit wie wir das jetzt hier vom Prototyp aus überblicken können, auch immer die gleichen sind pro Held. Ne? Die ist dann weg. Also genau. Die kann ich pro Runde nur einmal nutzen. Die wird halt einfach jetzt weggehext, dass wir da auch nichts falsch machen können. Sehr schöne Marker, die legt man dann einfach auf die Aktion. Und dann ist der Zug für Pete jetzt an der Stelle quasi vorbei. Ne? Dann bin ich jetzt an der Reihe und ich habe natürlich auch wieder alle Grundmöglichkeiten hier zur Auswahl. Ich habe auch immer noch kein Artefakt am Anfang, wobei ich gucke lieber mal. Nee, mein Charakter hat kein Artefakt. Es gibt auch einen Charakter, der kann sich am Anfang ein Artefakt aussuchen. Und dann bewege ich meine Armeen. Bei mir ist mein Führungsstil auch noch so ein bisschen salopp. Also man kann hier eher von bewege einen Soldaten sagen. Ich wandere mit denen einfach mal hier rüber. Zack, dann kann ich auch meinen Helden bewegen. Ich will mal so in Richtung Monsterjagd gehen. Ja? Ich habe es ja auch so mit großen Katzen und Tieren und so, deswegen gehe ich mal ein Stück in Richtung hier Sphinx. Wie gesagt, die Miniaturen sind großartig, brauche mal eigentlich nicht, fast nicht mehr erwähnen, muss es trotzdem machen. Also gehe hier mal in Richtung Monster und ich habe leider auch noch keinen Priester, aber ich arbeite darauf hin. Denn als eine weitere Spezialaktion, die man ausführen kann, haben wir die Möglichkeit Build a Temple. Ja? Und Build a Temple haben wir 8 Stück zur Auswahl. Da gibt es auch immer ein paar Boni ab einer bestimmten, weiß nicht, der 3., 4. oder so, gibt noch ein kleines Feature freigeschaltet. Genau, da wird man dann halt gesegnet oder alle werden gesegnet. Ja. Und um so einen Tempel zu bauen, ja, muss ich halt eine okkulte Stätte unter meiner Kontrolle haben. Das habe ich gezielt gleich am Anfang gemacht. Hier auf dem Feld sind halt diese Tempelstätten abgebildet und dann kann ich jetzt mit meiner Aktion Tempelbau einen Tempel dort bauen. Nicht vergessen, diese Spezialaktion muss wieder weggeixt werden.
Und weil ich einen kleinen normalen Tempel gebaut habe und nicht das große Orakel von Delphi, gibt es halt auch einen Platz hier, kriege ich jetzt einen Priester aus meinem Vorrat. Dieser Schlangentyp. Genau. Und darf ihn in meinen aktiven Priest-Pool setzen und dann wird es aufregend. Ja? Jetzt habe ich einen Priester auf meinem Tableau. Und das war dann auch schon mein Zug an der Stelle. Piet. Sehr gut. Ja. Sehr und jetzt seht ihr schon, das geht jetzt vor, zurück, vor und zurück. Genau, ich würde jetzt auch machen. Ich kann jetzt hier also auch einen meiner Tempel bauen. Ach, du machst das auch, ja? Ja, dann sagst du so. Vorher muss er sich natürlich. Um das nochmal glatt, ist okay, kann er machen, aber vorher von der Reihenfolge her ist es wirklich so, du bewegst dich mit deinen Helden, du setzt deine Piste ein und. Wir können es einfach machen, ich muss meinen Held bewegen, ich kann ja einlaufen, es kommt nicht so weit, ich laufe jetzt hier mal hinten durch die Küche, ja, durch den Tor vielleicht von hinten erwischen. Oh, ja, ich hab keinen Priester, ja. Darf meine. Warum macht Piet heute eigentlich so viele Anspiele? Naja, aber du hast leider noch keinen Priester im Active Pool. Ja, nicht so wie dafür ich. Läuft hier diese Person hier einfach mal nach unten. Wenn er steht, unbeschützt, da ist ja keiner in der Nähe, der irgendwie was machen kann gerade. Und würde jetzt einfach mit meiner Aktion genauso den Tempel bauen. Ja, dann würde ich den Tempel hier nehmen und würde ihn heraufsetzen, würde einen Priester in meinen Pool bekommen. Und wenn das hier auf dem Brett sozusagen freigespielt wird, da steht dann Draw Blessings, ist das eine Draft-Runde, man zieht Anzahl der Spieler plus 1 und ja. Der den gebaut hat, darf als erster sich einen aussuchen. Kriegt nochmal Zusatzeffekte. Genau, es sind dann Zusatzeffekte, Spezialfähigkeiten, die dann nur dieser Spieler hat oder nur der Held hat. Und da gibt es halt je nach Gottheit verschiedenartige Möglichkeiten. Genau, die setzen sich auch immer zusammen, wenn es dann unterschiedliche Gottheiten mit ihren Monumenten gibt, gibt es auch unterschiedliche Blessings, das kann man dann also auch wieder pro Spiel sich zusammen mischen und ist halt so eine weitere Komponente. Ihr seht schon, hier gibt es so das ein oder andere, im Grundprinzip eigentlich eine relativ simple Geschichte, man hat seine Grundaktion, man hat seine Spezialaktion, aber dann tauchen hier natürlich die ein oder anderen Schmankel auf. Genau. Und hier ist es einfach so, dass man hier, ich sag einfach mal, ein Combat-Training hat oder ein Kampftraining, da ziehe ich einfach kann ich meine Prepare-Aktionen verbessern, ziehe ich eine Karte mehr, ich kann während einer Jagd einfach einen Priester von meinem Pool opfern und ziehe 3 Kampfkarten, die mir natürlich meine Möglichkeiten bei der Jagd geben. Oder ich kann sagen, dass ich meine Armeen einfach 2 Felder bewegen kann, weil normalerweise kann jede Armee nur ein Feld laufen. Und dann werden wieder der nächste Spieler dran und ich denke, das Grundprinzip habt ihr verstanden. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch die anderen Aktionen durch. Und zwar können wir, jetzt wo wir Priester haben, können wir die Priester auch entsenden und die Priester würden wir dann in diese Monumente entsenden, um da so zu huldigen. Und das ist sehr schön, man kann in jedes Monument, kann man hier, ist das extra so angefasst, Priester entsenden. Dann stellt man den da rein und kriegt den Bonus, je nachdem wie hoch das Monument selber ist. In dem Falle gibt es nur noch die Basis und da gibt es einfach nur einen Wert für den Helden, der entsprechend vom Monument unterschiedlich ist. Hermes ist Geschwindigkeit, Athena ist Führungskraft und Zeus ist Kampf. Genau, Stärke, um Kampfkarten. Da würde ich jetzt einfach eine Stärke dazu kriegen. Ne? Ja. Von 2 auf 3. Genau, und so ist halt jede der Gottheiten halt einen der 3 Grundfähigkeiten der Helden zugeordnet. Ich bin da auch mal gespannt, was die anderen Gottheiten machen. Genau, gibt ja schon den Unterweltgott, und also Hades und der Sonnengott. Stimmt, die kann man schon noch dazu bekommen. Ja. Und wenn die jetzt höher gebaut wären, würde man einfach noch einen Bonus kriegen, von Kampfkarten ziehen, von Armeen bewegen. Genau, je nachdem, da ist das einfach umso höher, umso besser sozusagen. Genau. Ja. Und da ist der Priester auch schon wieder weg. Ihr seht schon, so schnell geht das. Aber das ist letztendlich auch der Sinn solch eines Priesters. Und das ist vielleicht als kleiner Tipp auch für den Anfang. Man sollte relativ schnell wahrscheinlich wirklich in seinem ersten Zug versuchen, so einen Tempel zu bauen, dass man an Priester rankommt. Denn die machen den Helden nämlich besser. Und damit kann man besser runterkämpfen oder questen oder wie auch immer. Ja. Als nächste Aktion, die man also dann machen könnte, wäre mein Held bewegen. Sollte mein Held irgendwann in einer Bewegung auf eine Queste kommen und ich sollte die Requirements haben jetzt neu
Voraussetzung habe, diese Queste zu bestreiten, das steht immer auf der Karte, könnte ich den sozusagen auf diese Queste schicken und damit wäre er vom Brett und würde dann auf eine dieser Questen gehen. Und damit würde er, wenn er sich bewegt, nicht mal auf dem Brett laufen, sondern in dieser Questreihe. Und am Ende der Queste, wie es immer so ist, gibt es dann schöne Sachen, wird wieder was aufgepowert, man kriegt Einheiten hinzu und oder. Das ist ein relativ einfacher Mechanismus mit den Questern. Das ist auch unterteilt immer, wenn man die Anforderungen besser erfüllt, gibt es quasi drei Stufen, dann kann man auch weiter in diesem Abenteuer voranschreiten. Genau, dann braucht man nicht so lange, um es zu erfüllen. Genau. Dann kann einem das auch keiner wegschnappen. Genau. Und die Spezialaktionen bleiben. Ich kann dann mir wieder eine aussuchen und würde dann sagen, ich nehme meine Armee bewegen. Das bedeutet, ich kann alle Einheiten aus einer Region in eine andere ziehen. Egal, wie hoch mein Führungswert ist. Und würde dann diese drei nehmen und würde sie hier rüberziehen. Hätte den Effekt, die drei Leute würden da stehen. Das sind drei. Ich würde diese Region gleich kontrollieren. So ist es auch möglich, andere Armeen anzugreifen, obwohl man kleinere Leadership-Werte hat. Das heißt, man kämpft halt 4 gegen 4 oder wie auch immer. Und da ist es natürlich in diesen Kampfsachen relativ klassisch, wie man das aus solchen Spielen kennt, mehr Einheiten oder eine Einheit hat einen Punkt, ne? Die sind natürlich dann stärker, wird verglichen, wie wir schon angesprochen haben, diese Combat Cards, die sind halt einmal für die Jagd wichtig oder für den Kampf, dann gibt es da irgendwie zum Beispiel nochmal +3 Stärke und so kann man die Karten wieder vor und zurück ausspielen. Und bis einer nicht mehr will, höchster Wert gewinnt. Und wie das denn immer so ist, dann vertreibt man denjenigen, nimmt Kontrolle von dem Gebiet ein. Also das ist eine ganz cleane Sache an der Stelle. Vertreiben kann man allerdings auch ohne Kampf. Und zwar, wenn man einmal ein Monster besiegt hat, kriegt man so ein Siegtoken aus der Region. Und den haben wir hier auch irgendwo, ja genau. Ja. Den kann ich dann nämlich einsetzen, wenn ich den habe, kann ich nämlich meine nächste Spezialaktion ausführen und kann sagen, wo mein Held steht, lasse ich mich ehren und alle anderen Einheiten von allen Gegnern werden entsprechend vertrieben oder entsendet, sagen wir es mal so. Und die Region wird mir gehören. Also man beansprucht sozusagen das Land, weil man legendär ein Monster. Genau, weil man da so heldenhaft unterwegs war. Und es ist halt auch so, diese Token gibt es halt wirklich nur für die einzelnen Länder, die halt hier farblich zusammengefasst sind, diese Region. Und sollte es passieren, dass ein Spieler diesen Token nicht einsetzt und ein anderer Spieler da auch noch irgendwie Monster tötet oder vielleicht durch auch noch eine andere Möglichkeit an so einen Token rankommt, dann wird der einfach wieder weggenommen. Dann ist man nicht mehr der Coolste. Ja, nämlich nur der Letzte, der Monster erschlagen hat. Das ist nämlich der Geile ist. Und so muss man halt aufpassen, dass man das zu einem richtigen Timing macht. Ja. Jetzt ist irgendwann natürlich relativ viel auf seinem Tableau ausgeixt, ne? Weil diese Spezialaktionen ja wie gesagt bloß einmal in der Runde gemacht werden können. Und die Jagd, die werden wir euch nochmal im Speziellen zeigen, da gehen wir nochmal ins kleine Detail rein. Dann gibt es quasi jetzt die letzte Sonderaktion, die auch eine Runde beendet. Das ist hier nämlich... Du hast noch was vergessen, mein Freund. Ich habe noch was vergessen. Hast du rekrutieren vergessen. Ach, rekrutieren, wer will schon Leute rekrutieren? Ich, weil ich nämlich 2 Städte habe und wenn ich die Rekrutieren-Aktion benutze, kann ich nämlich in jeder meiner Städte... Ja. Das wollte ich ja nur, dass er das nicht macht. Ja, zwei in dieser hübschen, netten, blutfarbigen Space Marines rekrutieren und damit sieht man, kann man schon so die ein oder andere Macht aufbauen. Aber ich wollte natürlich damit auch sagen, dass man nicht alle Sonderaktionen ausschöpfen muss, im kleinen Fall, ne? Sondern ich kann theoretisch in jeder Sache, in jedem Zug, in dem ich dran bin, sagen, ey, jetzt mache ich nämlich, baue ein Monument. Und das beendet, wie schon angedeutet, die Runde. Und dann kann ich mir einfach aussuchen, welches denn der drei Monumente ich erweitern möchte. Mhm. Ja, dann such so eins aus. Ich würde jetzt hier einfach mal, weil ich mir den hier schon gegriffen habe und weil du da einen Priester reingestellt hast, einfach jetzt mal Zeus nehmen. Und dann nimmt man hier wirklich ganz haptisch eines dieser Monumententeile und steckt die hier zusammen. Zack, klack. Und schon ist dieses Monument sozusagen von Gottes Hand. Ja? Genau, von Gottes Hand wurde das aufgebaut. Und in den nächsten Runden, wenn man dann dort einen Priester hin entsendet,
dann kriegt man halt einfach bessere Boni. Aber das ist nur der erste Schritt eines sozusagen Rundenendes. Da werden alle Priester aus diesen Monumenten entfernt. Die gehen nicht, leider nicht, wieder in den Pool. Nein, sondern die werden wahrscheinlich geopfert oder irgendwie sowas. Passiert da wahrscheinlich. Werden erschlagen. Ja, möglich. Ja, sie überleben das irgendwie nicht. Dann wird natürlich wieder alles resettet. Na, wir kriegen unsere ganzen Sonderaktionen quasi wieder freigeschaltet. Was eine Sache? Nee, ich bin noch voll dabei. Und wir können nämlich noch Priester generieren wieder. Ja, nicht wir. Ja? Das ist ja der Trick, nicht wir. Daran. Ja. Also ich, das kündige ich zu mir. Derjenige, der quasi das Rundenende einläutet. Aber auch damit das nicht wieder ganz so einfach ist, kann man natürlich auch wieder nur Priester rekrutieren für Tempel, die man auch noch unter Kontrolle hat. Also ein schöner Moment ist, wenn man vielleicht drei Tempel unter Kontrolle hat, die muss man nicht selbst gebaut haben, man muss sie nur unter Kontrolle haben zu dem Moment, dann so ein Monument baut, dann kriegt man nämlich wieder drei Priester in seinen aktiven Pool und dann kann man frisch loslegen. Und die anderen sind Nase auf. Ja. Ich dabei habe wieder eine Reaktion und dann ist auch alles gut. Genau. Und dann wird einfach noch eine Eventkarte gezogen. Das bringt also hier wieder dann neue Monster, neue Questen oder irgendwelche. Wir haben jetzt ein Event. Rebellion. Ja, die Rebellion ist einfach kein Wunder. Ja, also weg damit, da muss Rebellion wird hingepackt und dann wird erstmal ausgespielt. Ne? Fast. Naja, in jedem, wo ein Monster steht, würde jemand sterben. Ah, sie sterben alle. Aber die Monster bringen nicht nur Leute um, wenn sie ein Event erwischt, sondern am Ende einer Runde. Bewegen sich leider, oder was heißt leider, bewegen sich halt auch die Monster. Das sind nicht nur leblose Miniaturen, die Monster bewegen sich. Der Spieler, der auch hier wieder das Rundenende eingeleitet hat, darf sich den Monsterwürfel schnappen, entscheidet sich, keine Ahnung, hier der Minotaurer, der wird als erstes hier irgendwie was machen. Dann wird gewürfelt und es kann eine Runde, ich sag mal, drei Möglichkeiten geben. Das Monster kann die Region angreifen. Das ist immer, je nachdem, was für ein Monster es ist, hat es einen speziellen Angriff, quasi, der ist auf dem Monster-Tableau quasi hinterlegt. Dann passiert das in der Region. Es gibt die Möglichkeit, dass sich so ein Monster bewegt. Dann bewegt es sich einfach in eins der benachbarten Gebiete. Es gibt die Möglichkeit, bewegen oder angreifen. Ja, da hat man quasi so eine kleine Auswahl. Das ist hier also einfach beide Symbole. Wählt man eins aus. Und dann, was soll ich sagen? Das Stoppschild. Es ist auch möglich, dass das Monster einfach nichts macht, sondern gerade dumm in der Ecke rumguckt oder irgendwie so. Schläft auch mal. Das kann manchmal fröhlich sein, manchmal wünscht man sich aber auch, warum hat der nicht die anderen gerade platt gemacht an der Stelle. Ja, und so würfelt man quasi für jedes Monster, was auf dem Feld ist, fröhlich durch und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ja, und das geht so lange. Ja. Bis nämlich die Endgame Conditions oder wie man sagt, die Spielziele erreicht sind. Und da gibt es, glaube ich, drei? Vier? 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 Wir mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen und mal sehen, ob die denn noch im finalen Spiel drin sind. Aber, Das geht erstens, indem man zwei komplette Regionen kontrolliert. Fastpeed. Länder. Ich verwechsel das immer wieder. Zwei Länder und alle Regionen in diesen Ländern kontrolliert. Genau. Das heißt, überall so ein lustiger Marker drin liegen hat. Und das ist wirklich nicht ganz so einfach, weil man ja mit seinen Armeen oder seinen Soldaten weiterzieht, dann bleiben Gebiete wieder unbewacht, dann kann man da relativ schnell mit einer anderen Einheit wieder Kontrolle übernehmen. Also das ist schon eine knifflige Sache. Ja. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man... Diesmal sind es Regionen, und zwar fünf Regionen, in denen ein Tempel steht, kontrolliert. Auch so eine Sache, ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Klingt aber einfacher, obwohl einige relativ nah beieinander sind. Ja. Die dritte Variante ist, wenn so ein Monument zu Ende gebaut ist. Ja, also wir können ja hier mal gucken kurz, zack, Zeus kriegt jetzt auch noch Körper und Sachen. Ja. So kann man übrigens auch letztendlich das Spielende ein bisschen kontrollieren, weil man muss jetzt ja nicht nur ein Monument komplett aufbauen, sondern kann das ja auch verteilen auf die anderen Monumente. Aber vielleicht will man das aufbauen, vielleicht, weil man nämlich in dem Moment die meisten Städte kontrolliert. Der hat nämlich dann gewonnen. Ja. Ja. Sollte, so da aber, schon das eine oder andere sollte dann Gleichstand sein, gibt es dann die Tiebreaker-Regel, wo die anderen Siegkonditionen von oben nach unten abgearbeitet werden. Und die letzte? Die letzte. Und
darauf wollen wir jetzt auch noch ein bisschen näher eingehen, ist, wenn man es schafft, drei Monster zu töten. Ja? Und wie man überhaupt so ein Monster töten kann und wie so ein Monsterkampf aussieht, das wollen wir euch jetzt mal quasi aus dem Auge des Spielers zeigen. Wir wechseln also gleich jetzt hier mal in die Ich-Perspektive und zeigen euch mal kurz so einen Monsterkampf und drückt mir die Daumen, dass ich das Monster besiege. Mal sehen. Was guckst du mich so an? Sieh aus wie ein Monster? Keine Ahnung. Das hat Pete gesagt. Also auf zum Monsterkampf. Und ich begib mich jetzt hier mit meinen Helden, ne, bewege ich mich einen Schritt auf die Sphinx zu. Ich bin ja ein mutiger Held. Und mache dann die Aktion Start a Hunt. Zack, weggekreuzt. Und dann geht's los. Hier seht ihr die Sphinx. Hier sieht man, was sie für eine Region Attack macht. Also wenn die Monster sich bewegen und angreifen, dann würde es diese Attacke machen. Wenn es in einem Spiel gleich, werdet ihr die Jagd sehen, Karten gibt, wo das Monster eine Spezialattacke macht, dann macht sie das hier an der Stelle. Da steht also die Spezialattacke drauf. Und dann ist je nach Monster das Monster mit unterschiedlichen Trefferpunkten versehen. Und hier seht ihr, ich muss das Monster 5-mal treffen und zwar mit einer speziellen Waffe auch noch. Und wenn ich das dann schaffe, dann erlege ich das Monster. Es kann aber durchaus sein, dass ich das Monster nur verletze, verwunde und für den nächsten Helden quasi vorbereite. Und okay, dann geht es also in die Kampfphase und da kommen wieder unsere Combat-Cards zum Einsatz. Ich habe jetzt zwei auf der Hand gehabt im Spiel, darf man maximal vier auf der Hand haben. Und jetzt, wenn ich in die Jagd gehe, ist der Stärkewert, gehen wir mal davon aus, ich habe hier jetzt drei, also im Laufe des Spiels schon ein bisschen aufgebaut, ziehe ich drei weitere Karten vom Combat-Deck. Und dann interessieren mich jetzt in erster Linie diese Symbole hier oben. Ihr seht schon so eine Keule, ein Schwert. Oh, hier habe ich so eine Flamme, ne? Die macht quasi jeden Waffenschaden. Und dann gucke ich mir hier wieder meine Sphinx an und sehe schon, mit dem Bogen kann ich Schaden machen. Das heißt also, ich spiele meinen Bogen aus, Pete. Und schieße direkt auf den Kopf dieser gigantischen Katze hier. So, so Pete, einen Schaden habe ich schon gemacht. Und das war mein bester Schuss. Und jetzt verteidigt sich das Monster. Genau, das läuft natürlich immer gleich ab. Der Held muss immer einen Schaden machen, wenn nicht endet die Jagd sofort. Dann, wie gesagt, bleibt endet das Monster. Endet sie diesmal nicht. Ja, ja. Ich ziehe so mit zwei Karten. Also der Spieler zur Linken zieht zwei Karten und wählt eine davon aus. Pete, lass mich leben. Ja? Wir wollten denen zeigen, wie wir hier... Meinst du? Ja, mal sehen. Wir sind gespannt. Na, ich glaube, da du ja ein sehr schneller Mensch bist, spiele ich einfach mal eine Quick Attack. Quick Attack. Wunderbar, also diese Karte sagt uns jetzt, ich muss einen Verteidigungswert von 5 erreichen. Wenn ich das nicht schaffe, dann bekomme ich einen Schaden. Ja? Schaden wird hier repräsentiert, indem ich so einen Marker umdrehe. Zack, da habe ich einen Schaden und schon ist der Wert auf 1. Also hier mein Stärkewert 3 wäre dann auch auf einmal nur noch eine 1 wert. Aber wir wollen das gar nicht so weit kommen lassen. Ich würde nämlich nicht nur einen Schaden kriegen, sondern auch weniger Combat-Karten ziehen. Ach nee. Und you can keep, also nur so viele Combat-Karten, wie der Schaden war. Ich kann ja natürlich hier noch ein bisschen mehr auf der Hand haben. So, jetzt gucke ich mal, was ich hier habe. Ich könnte mich jetzt also entscheiden, diese Karte abzuwerfen. Das wären genau 5 Punkte. Ich kann aber auch bis zu 3 Karten kombinieren. Also ich könnte hier diese beiden Karten ablegen. Schwert und Keule. Verdammt, verdammt. Ich wehr die mal ab mit einer 5, ja. Damit habe ich jetzt quasi mit meinem Feueratem, den ich noch rausgezaubert habe, diese Attacke abgewehrt. Und
Jetzt fragt man sich natürlich, oh, irgendwann wird der Typ ja irgendwie hier keine Combat Cards mehr haben. Nein, jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich Combat Cards nachziehen kann. Wenn ich eine Karte zur Verteidigung ausgespielt habe, darf ich noch zwei Karten nachziehen, ne? So war das. Ne? Man, drei minus Anzahl. Ja, drei minus Anzahl der Karten, die man gespielt hat. Deswegen habe ich mich auch entschieden, nicht zwei auszuspielen. Und ich ziehe nach. Sehr schön. Ach, Wiedersehen macht Freude. Und ich habe hier, das weiß natürlich der Gegner nicht, ne? Ich habe hier noch einen Bogen, eine Keule, Schwert und eine Fackel. Jetzt so, schaue ich mal hier. Die erste Runde vorbei. Und jetzt fängst du von vorne. Ja, jetzt versuche ich, wildes natürlich erlegendes Biest, ne? Und jetzt habe ich Gott sei Dank noch einen Bogen gezogen. Ich spiele also noch einen Bogen aus, ja? Und zack, diesmal habe ich der Tante hier voll die Krone weggeschossen. Mann, Mann, Mann. Mal gucken, was, ob du sie da sehr verärgert hast bei. Na, wahrscheinlich. Wie viele Karten hast du auf der Hand? Vier. Okay. Verdammt, das sind immer schlechte Fragen. Ja? Was ist die Spezialattacke von dem? Hero receives one damage, also ich krieg wieder einen Schaden. Und wenn sein Leadership-Wert geringer als 3 ist, leider ist mein Leadership-Wert geringer als 3, dann wird die Hand automatisch beendet. Verdammt. Aha. Aber nur, wenn ich die AA nicht abwehre, die Spezialität. Ja, genau, ja? Aber ich mache es ist beides genauso toll. Komisch. Ja? Eine Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Alles klar, also das ist jetzt 4 wert, nämlich die Anzahl der Combat Cards, die ich in der Hand habe. Super, wenn ich das nicht verteidige, kriege ich wieder einen Schaden und darf die Hälfte abwerfen. 4. Jetzt werfe ich mal 2 Karten. Ach scheiße, man müsste rechnen können. 2 und 1 ist nicht 4 übrigens, Piet, an der Stelle. Und ihr seht schon, ich brauche noch einen Speer und eine Keule. Ich muss aber Keule, okay, also ich werf Keule und Fackel ab. Insgesamt sind das also 4 Punkte. Ja. Und jetzt darf ich nur noch eine Karte nachziehen. Hey, eine Fackel, super, die gebe ich dir mal hier zurück. Okay. Ja, dann kann ich jetzt nur diese Karte spielen. Die macht nämlich einen Waffentyp meiner Wahl Schaden. Und dann nehme ich mal die Keule. Was denn da, wenn die abgewählt? Hä? Ja, strategische Raffinessen waren jetzt hier nicht vorausgesetzt. Ja. Und ich habe einen Schaden gemacht. Hallo, Piet. Weil es keinen Intelligenzwert gibt. Hallo, ich kämpfe bei der Keule. Bei der Keule. Ich habe mit der Keule dem Biest ins Maul geschlagen. Aha. Keule, Alter. Das ist ja... Ich will jetzt, gar nicht, dass es so eine Karten gibt. Scheiße. Ah, ja. Ihr werdet jetzt sehen, wie man einen Schaden kriegt. Nee, erzähl mal, Piet. Ja, wer weiß. Kannst ja machen. Ne? Kriegst einfach einen Schaden. Hier, dann kriegst du einen Schaden. If not defended, das ist nicht mal ein Ansatz. Also ja, zack. Und jetzt suche ich mir hier aus. Da mein Leadership-Wert bei 1 ist, nehme ich das einfach mal den Schaden hier. Und zack, auf 1 gedreht. Einen Schaden habe ich bekommen. Dann darf ich jetzt aber eine Karte nachziehen, weil ich habe nicht verteidigt. Nee, du hast auch keine gespielt. Insofern ist schon gut. Ja. Aber, super. Ja, und jetzt kommt der Fall. Ist auch schön, dass wir das hier mal zeigen können. Ich habe jetzt nur 2 Schwerter und eine Fackel. Die Sphinx braucht aber noch einen Speer ins Herz oder in die Brust, je nachdem, und nochmal mit der Keule auf der Pfote. Leider kein Schwert und keine Fackel. Damit ist die Jagd beendet. Abgeblasen. Tja. Und ich lasse so eine halb verkrüppelte Sphinx, quasi der ideale Nährboden, dass sich andere Helden darauf stürzen. Und so kann es dann vielleicht doch mitunter relativ schnell passieren, dass jemand 3 Monster besiegt. Ja? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da angucke. Das ist jetzt einfach kameratechnisch, sitzt du leider vor mir. Ja, also ihr konntet das Spiel jetzt auch mal aus dieser Perspektive genießen. Das jetzt also der eine Aspekt, die Jagd. Ihr seht schon, das ist so ein bisschen Minigame in Game gefühlt. Fühlt sich so ein bisschen an. Aber was wir so für Gefühle und Empfindungen bei dem Spiel haben, dazu komme ich jetzt gleich wieder neben den Piet. Ja? Komm doch mal.
Ihr seht also, wir haben hier wirklich einen kleinen, großen Koloss vor uns liegen. Wenn man so überlegt, man macht eigentlich nur ein paar Aktionen, wandert hier übers Feld, weit gefehlt. In der Grundstruktur wirklich eigentlich eine überschaubare Sache, aber wenn man das Spiel hier so die ersten ein, zwei Partien vor sich hat und dann auch neue Spieler immer wieder dazukommen, dann braucht man schon so zwei, drei Stunden schon, sage ich mal, weil es dann doch ein bisschen fitzlig mit den kleinen Regelrollen und Sachen oder so. Aber es will auch nicht das schnelle, kleine, kompakte Ding sein. Ne? Genau, ja. Es will das epische Spiel sein, wo man durch Ländereien streift, die man erobern möchte, wo man riesige Monumente baut, weil sonst wären die auch nicht so groß. Ja, und wo man einfach wirklich sich wie so ein Held fühlt, der seine Armeen durch die Gegend schreitet. Ja, man hat hier so das Gefühl, die Jungs, die haben halt auf jeden Fall natürlich Bock auf geile Miniaturen und die haben Bock gehabt auf ein Area Control Game, die haben aber auch Bock gehabt halt auf noch weiterführende Aspekte. Also, keine Ahnung, es muss vielleicht so einen kleinen Vergleich herhalten, sowas wie mit Blood Rage oder Cry Havoc. Ich vermute mal, die Jungs spielen solche Spiele gerne und wollten aber noch mehr. Die wollten halt dann nicht nur die Region erobern oder mit seinen Kriegern gegen Krieger kämpfen. Nein, die wollten halt noch epische Monster besiegen. Die wollten halt Festen gehen. Die wollten, die wollten kleine Stadtminiaturen bauen. Ja, und die wollten halt auch natürlich, wie bei den angesprochenen Sachen, noch irgendwie ein paar Werte auf seinem Heldentableau hin und her schieben können, dann noch ein Artefakt finden, dann noch von den Göttern gesegnet werden. Ihr seht schon, all das, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, oh Alter, das ist mir echt ein bisschen viel. Ist auch verständlich, diese Sache. Also, darf man sagen? Wenn man irgendwie Bock hat auf ein 20-Minuten-Spiel, dann braucht man das nicht auspacken, weil so viel braucht man halt, um es aufzubauen schon alleine. Ne? Es ist natürlich immer so, viel tolles Material braucht auch eine Zeit, um auf den Tisch zu kommen. Aber wenn man mal so Bock hat, ey, Jungs, heute wird nicht Risiko gespielt, sondern heute spielen wir mal wirklich was, ne? Ja. Dann wird man als Lord of Hellas durch die Gegend. Genau. Und dann hofft man natürlich nur, dass ein Spieler nicht am Tisch sitzt, der quasi nach 5 Runden einfach nur schnell, ganz schnell Monumente baut und immer das Gleiche. Ja, wenn er die meisten Städte hat, ist das eine valide Taktik. Dann ist es eine valide Taktik. Dann dauert es auch nicht so lange. Und da sieht man natürlich schon, dass man hier, man muss gucken, was macht der Gegner. Also man so gefühlt vor sich alleine seine Region einnehmen und so, das ist vielleicht nicht hier angesagt, weil man muss wirklich schauen, ey, geht der Typ gerade hier auf Tempel, der hat jetzt schon anderthalb Länder in Besitz, irgendwas riecht da. Dann muss ich schnell noch mein drittes Monster töten, wenigstens. So gibt es eine schöne Variation in den Spielen, die wir bis jetzt hatten, das waren natürlich jetzt nicht 10 plus Spiele, da konnte man jetzt noch nicht so richtig erahnen, wie ist das ausgeglichen mit diesen Siegbedingungen. Ne? Aber ich finde, je nachdem, durch diesen variablen Aufbau, den man halt hat, hat man immer wieder eine andere Strategie, die man laufen kann. Ich weiß noch, unser erstes Spiel mit 7 Monstern, aber ganz klar. Ja, man muss einfach Monster oder das hat sich halt einfach angeboten, weil es waren so viele Monster auf dem Tableau. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Sache, dass man sich aufs Spiel sehr einlassen muss, finde ich. Also jetzt eine festgefahrene Strategie im Kopf zu haben, ja, ich töte immer die Monster oder sind und die da, wird halt dadurch ein bisschen auch außer Kraft gesetzt, dass vielleicht am Anfang gar keine Monster da sind, dann muss man sich wirklich aufs Spiel einlassen. Gut, man kann vielleicht sagen, vielleicht gibt es auch so eine Variante, so ein Standardspielaufbau, der vielleicht für den Anfang empfohlen wird, dann gibt es halt 3 Monster und 3 Questen, sodass man mal von allem was hat, aber es kann passieren. Ich denke, das ist auch ein guter Anfang. Wahrscheinlich schon und man hat natürlich auch diese Vielzahl und die Möglichkeiten will man ja auch machen, man will auch mal auf eine Quest gehen, aber letztendlich muss man sich wirklich auf das Spiel einlassen und dann kann man da in wirklich schöne, epische Momente versinken, ja, wie die Schlacht dann irgendwie besiegt und... Ich weiß noch, hier der Brückenkopf, der dann gehalten hat, oder die Riesenarmee, wo hier so 12 Leute durchmarschiert sind zu Sparta und Sparta versucht wurde zu halten, irgendwie... Ja. Das machte schon Spaß. Und das sind genau quasi solche Momente, wo hier dann auch so Storytelling passiert. Ne? Das ist also jetzt nicht, wir haben jetzt hier keine Geschichtenbücher oder Abenteuergeschichten, die wir hier durchlesen. Klar gibt es den einen oder
anderen kleinen Flavor-Tags, gerade auf diesen Event-Karten und so. Aber die Story, die machen hier eigentlich wirklich die Spieler und die Momente, die dann in den Aktionen quasi passieren. Wenn der Held in seiner letzten Schwertkarte das dritte Monster tötet. Ja, und dann alle am Tisch sagen, oh nein, mein Gott, wie konnte er nur. Genau, also das ist hier eine Mischung, wenn man wirklich Bock hat, so, wenn man es drauf hat, so ein, zwei Stündchen hier ein tolles Area Control mit On Plus sozusagen noch zu spielen und mit wirklich grandiosen Figuren. Und wir zeigen euch auch natürlich nochmal hier die Figuren nochmal ein bisschen in der Nahaufnahme. Für viele ist das, glaube ich, auch schon ausreichend, einfach nur die Figuren zu haben. Natürlich. Ja. Aber es steckt wirklich Spiel hinter auch. Es gibt verschiedene Wege. Es fühlt sich so an, so wie so zweigleisig. Man hat also einmal seine Armeen, die man so durch diese Ländereien ziehen lässt und die versucht zu erobern, weil man braucht auch diese Tempel für die Priester, die dann wieder den Helden verbessern. Aufbessern, ja. Und dann kann man sich entscheiden, wenn man seinen Held hat, dann auch auf Jagd zu gehen. Und das ist so... Das sind so zwei Ebenen. Und letztendlich, das können wir euch nicht abgeben, wie ihr dann das findet, wie diese beiden Ebenen ineinander greifen und ob ihr quasi Bock habt auf diese zwei Ebenen. Habt ihr vielleicht jetzt einen kleinen Eindruck kriegen können, was es hier so für Aktionen gibt? Holt es euch, spielt es Probe. Wenn es euch dann nicht gefällt, verkauft es wieder. Das ist sicherlich auch kein Thema bei diesen vielen Miniaturen und tollen Sachen. Irgendeiner gibt es immer. Aber ich kann es fast übersehen, weil es gar nicht so auffällt, wenn man das spielt. Es hat halt auch keine Siegpunkte. Also es ist einfach, man spielt es, bis das epische Ende eingetroffen ist. Ja, genau. Das ist fast gefühlt für uns schon auch ein Pluspunkt. Da wird nicht am Ende nochmal irgendwie nachgezählt und das Ding hatte ich gar nicht auf dem Punkt. Ich habe doch nochmal drei Punkte. Da gibt es nochmal für den. Also, es ist eigentlich relativ klar, weil man ja diesen Überblick hat, die Region oder der hat schon zwei Monster getötet und das sind nicht 78 Punktebedingungen am Ende, die nochmal zusammengerechnet wird, wo man am Ende schon denn sich nochmal verrechnet hat und nicht mehr weiß, wer wirklich gewonnen hat. Das ist hier wirklich eine schöne, cleane Sache. In den letzten Brettspielen, die so in der Kategorie rausgekommen sind, fast ja eine Rarität, dass man einfach gewonnen hat, wenn man gewonnen hat, nach dem Motto. Aber mir hat es gut gefallen. Also ich muss da jetzt auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht, dass ich davon schlaflose Nächte jetzt gehabt habe. Also ich habe es jetzt nicht gespielt und dachte, dieses Spiel, das ist das Spiel der Spiele. Das ist es nicht. Aus meiner Sicht, also von dem jetzigen Prototyp mit den Regeln und Sachen, es ist ein wirklich cooles, solides Spiel mit grandiosen Miniaturen, was auf jeden Fall Bock bringt, wenn man sich auf diese Epik einlässt. Wenn man nach Arbeit völlig fertig nach Hause kommt, dann würde ich es nicht aufbauen. Aber da gibt es so viele Spiele, da würde ich auch nicht Star Wars Rebellion aufbauen oder hier Lobotomie oder auch nicht The Others. Das ist dann einfach... Das vielleicht schon. Vielleicht, ist auch kooperativ, das ist eine ganz andere Sache. Aber vielleicht gibt es hier auch die Koop-Mod. Wir wissen es nicht, aber es sind, glaube ich, noch ein paar Sachen geplant. Gut, dass du das ansprichst. Ich hatte es ja mal vergessen. Ja, es sind noch mehrere Dinge geplant, weil, was nämlich sehr interessant ist, soll ein Solo-Mode geben. Und das ist jetzt natürlich interessant. Für viele dann auch wieder ein Genau, es wird ein Kampagnenbuch geben. Doch wieder mehr Text. Er konnte mir halt nicht sagen, was da jetzt noch genau drin ist, weil sie daran noch arbeiten. Es wird aber so sein, dass man halt verschiedene Geschichten einfach durchspielen kann. Und damit wird es natürlich interessant, wenn man natürlich... das Monument von Zeus irgendwie in der Geschichte noch aufkommen. Ja. Okay, da muss man sagen, da haben die Jungs ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt mit This War of Mine. Da gibt es ja auch Kampagnenbücher und dieses Know-how. Ist natürlich schön, ist ja einfach eine Option mehr. Muss man mal gucken, was dann da für coole Geschichten und Sachen bei rumkommen. Bin ich auch mal gespannt, auf jeden Fall. Und ich bin auch mal gespannt, wir konnten ja diese anderen Gottheiten und Monumente nicht spielen, aber das ist, glaube ich, auch ein cooler Reiz, wo man sagen kann, ey, ich stelle mir hier diese Gottheiten zusammen und ihr seht schon, das ist wirklich extrem vielseitig. Vor allen Dingen, weil sich dann auch diese Blessings ändern, was ja den Held auch nochmal
irgendwie. Ja, du, gefühlt an jeder Ecke, wenn man sich umguckt, gibt's noch was. Man vergisst denn manchmal ja, schon wieder was. Aber auch ein Rollenspiel, man hat nicht so viel mehr, also man muss keine Waffen sammeln. Obwohl doch, muss man auch für die Monster. Ach ja, ihr seht schon, irgendwie ist doch alles dabei, ja. Also, man muss wirklich sagen, am Anfang, jedenfalls ging es mir so, war man so ein bisschen overwhelmed, ja, da so, uff, krass. Aber Spiel nach Spiel, vor allem, wenn man sich einmal eingefuchst hat, ist man flüssiger drin, vier Aktionen ist der nächste dran. Und dann flutscht das auch einfach, vom Spielgefühl flutscht das nachher und ja, dann hat man auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Ich hoffe, wir haben euch hier nicht zu Tode geredet. Also ist der kleine Einblick mal wieder etwas länger geworden. Der kleine Einblick ist mal wieder ein bisschen länger geworden, ja. Aber wir wollten euch jetzt hier auch mal gerade fürs deutsche Publikum zeigen, wie sind so ein bisschen die Regelsachen. Wir sind natürlich nicht auf wirklich, nagelt uns da nicht fest, auf nicht jedes einzelne Regeldetail eingegangen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Genau, wir antworten nicht. Nein, natürlich, schreibt uns einfach. Wir können auch noch mal die Jungs von den Wacken Rams irgendwie nachfragen, falls da vielleicht nochmal eine spezifische Sache kommt oder so. Aber natürlich nicht vergessen, die stecken jetzt auch mitten in der Kampagne drin, dass die so abgeht, haben die vielleicht geträumt, aber dann doch nicht wahrscheinlich ganz damit gerechnet. Eigentlich und die Miniatur alleine. Ja. Hätte schon. Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen die Miniaturen in der Nahaufnahme. Genießt genau. Nochmal ein bisschen hier diese Minis. Kriegt auf jeden Fall Bock zu bemalen. Ach ja, noch eine Sache noch. Thema bemalen. Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall ein Pledge, den man machen kann. Ich glaube, in der Myth-Variante oder so. Da kommen die Figuren, so wie man sie jetzt hier sieht, zwar anderes Material, aber in der sogenannten Sun-Drop-Variante. Ja, also die sind hier quasi grundiert und werden dann nochmal übergenebelt mit, ja, was ist das, weiß oder hellgrau oder so. Und bieten dadurch einfach einen schönen Kontrast halt aus einem bestimmten Winkel. Und dann hat man diese Hell-Dunkel-Kontraste. Und so sehen die Miniaturen. Also gefühlt sind sie eigentlich fast einfarbig, aber halt technisch gesehen halt zweifarbig und haben halt diese schönen Kontraste. Eine coole Sache, so kann man auch Miniaturen vorbehandeln, um sie dann zu bemalen. Und so schaffen es die Jungs halt einfach diese Details rauszuholen, weil die sind extrem detailliert, die Figuren. Und das würde, wenn es einfarbig ist, schon ein bisschen untergehen und quasi durch dieses Unshaden ja, kommen diese ganzen Details nochmal raus. Das ist eine schöne Sache, aber da kommen ja oft genug gesagt die Jungs auch her und ihre Miniaturen zu präsentieren, das liegt ihnen natürlich auch am Herzen. Das also nochmal zum Schluss und jetzt wirklich Schluss. Und wir freuen uns einfach, dass ihr dabei wart. Habt ihr Lust auf Lords of Hellas bekommen? Sichert euch jetzt noch den Kickstarter. Ich glaube, da kann man die 18 Tage. Ja, da kann man noch die ein oder anderen Pfund sparen, wenn man denn doch wieder mehr haben will. Ich bin wirklich gespannt, was am Ende dann alles so eine Box wahrscheinlich wieder 1000 Miniaturen, aber ich merke schon, die passt dann hier nicht rein. Die passt hier nicht rein. Aber was sie gemacht haben, ist auf jeden Fall ein neues Inlay. Insofern. Ja, ja, die oder sind sogar schon dabei, Boxen nur für die Expansions zu machen. Also ihr seht, sind auf dem besten Wege. Ja. Noch länger zu reden, und das wollen wir jetzt wirklich nicht. In 8, 9 aus. Bis denn. Ciao.